Ja, hallo meine lieben Abonnenten. Und zwar habe ich ja mal ein paar Mal erwähnt, dass ich auch ja, nebenbei in der Schule so kleine Spielchen programmiere. Und ja, ich habe gestern was vorstellen dürfen und das seht ihr gerade hier. Das Spiel hier durfte ich gestern vorstellen in der Schule vom Direktor und anderen Klassen und dies, das. Und ja, ich würde euch einfach mal, vielleicht interessiert es euch, ja, ich würde euch einfach mal zeigen, was ich da so gemacht habe. Wie das Ganze so ungefähr läuft. Ich weiß ja nicht, ob ihr alle Ahnung habt vom VB-Programmierung. Ist eine Programmiersprache, die hauptsächlich für Windows-Anwendungen ist. Ja, gucken wir uns das einfach mal an. Wir haben hier ein Programm, Visual Studio habe ich hier, 2012. Und ja, das ist halt hier schon mal ganz gut aufgebaut. In der Mitte hier haben wir unsere Fenster, unsere Programmierfenster, wo man den Code sieht, wo man halt das Grafische sieht, wo man den Code sieht. Und dann haben wir rechts unsere ganzen Dateien als unsere Projektmappen, also der Explorer von den ganzen Dateien, die wir importieren, die wir erstellen. Und hier unten ist das Eigenschaftsfenster. Wenn wir wo draufklicken, können wir da immer Eigenschaften einstellen. Nur mal ganz kurz erklärt. Hier oben ist eine Menüleiste. Hier können wir das debuggen. Und hier können wir, also hier haben wir Werkzeuge. Die können wir natürlich auch ausblenden, wie wir wollen. Ich lasse die immer eingeblendet, weil mein Monitor, der passt ganz gut. Kann man da immer offen lassen. So, machen wir alle wieder an. Und ja, ich habe jetzt das erstellt, also ein Projekt erstellt. Sieht man hier, Achtung, die Ecke heißt das. Und das erstellte automatisch ein solches Fenster hier. Das habe ich ein bisschen größer gezogen. Habe hier eine Menu-Strip eingefügt, wo dann Button sind. Menu-Strip findet man hier in der Dingsleiste, in der Werkzeugleiste. Kann man dann einfach hineinziehen oder Doppelklick machen, dann wird das hier erstellt. Button habe ich erstellt, Label habe ich erstellt. Button und so kann man sich denken, wofür das ist. Auch einfach Doppelklick oder reinziehen, dann erstellt man halt Button. Und dann hier noch zwei Picture-Boxen. Das sind Boxen, wo man halt Bilder einfügen kann, die man dann halt auch noch programmieren kann, wie man möchte. Dann habe ich hier noch einen Rahmen erstellt. Das ist ein Rectangle Shape. Das findet man unter Visual Basic Power Packs. Dann kann man hier den Rectangle Shape erstellen und hier noch zwei Linien erstellt. So, damit das so ein bisschen untergeordnet ist halt. Das hier bildet halt das Spielfeld. Das sind unsere zwei Spielfiguren, die wir haben später. Ich kann euch das Spiel mal eben demonstrieren. Klicken wir dafür auf Starten, dann öffnet sich gleich ein Fenster. So, Achtung, die Ecke. Spieler 1, bitte gebe deinen Namen ein. Dann gebe ich jetzt einfach mal ein, Cody. Und ist ein Zweispielerspiel, daher muss der andere auch noch seinen Namen eingeben. Gebe ich einfach mal Honky ein, warum auch immer. So, dann öffnet sich das eigentliche Spiel, dieses Fenster und eine Farbauswahl. Natürlich müssen wir jetzt erstmal eine Farbe auswählen, welche Farbe halt unsere Spielfigur haben will oder soll, besser gesagt. Ich nehme jetzt mal blau und der zweite Spieler nimmt grün. Dann klicken wir auf OK. Und wenn wir jetzt auf Start drücken, ist der hier, glaube ich, grün und der hier rot, blau. Gucken wir mal. Jo, recht gehabt. Und ich habe vergessen zu steuern. Ich bin jetzt an den Rand gekommen und habe verloren, da ich blau bin. Und ja, mein Spiel hat hier noch einen kleinen Bug. Ich weiß aber auch nicht wieso. Ab und zu werden halt Farbflächen einfach so in das Spiel hinein projiziert, erstellt. Ich weiß auch nicht wieso. Ich erstelle jetzt einfach nochmal ein neues Spiel. Jetzt werde ich mich mal ein bisschen bemühen, damit das auch besser klappt hier. So, damit wir nicht sofort abkacken. So, den zweiten Spieler steuert man mit A, S, W, D und den ersten mit den Pfeiltasten. Ganz einfach. So, und dann erzeugt man halt eine Linie hinter sich. Keine Ahnung, warum jetzt hier dieser grüne Fleck ist. Und ja, da darf man halt nicht reinfahren. Mit der Zeit wird das halt immer schwerer. Das Spielprinzip kennt man vielleicht auch von Achtung, die Kurve. Sagt euch vielleicht was. Da sieht man jetzt gerade so kleine Bugs. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die beheben werde oder ob ich überhaupt noch an dem Spiel weiter programmiere. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall lasse ich jetzt mal jemanden verlieren. So, dann wird der Counter hier auch hochgezählt. Dann kriegt der andere nämlich einen Punkt. So. Ich kann euch ja jetzt mal eben kurz den Code ein bisschen zeigen. Und zwar sieht er so aus. Am Anfang eines Programmes, was man programmiert, muss man sich natürlich erstmal Gedanken machen. Wenn man sich dann Gedanken gemacht hat, was man überhaupt alles braucht, um das Programm zum Laufen zu bringen, dann erstellt man die Sachen. Ganz oben habe ich auch ein bisschen kommentiert hier. Es gibt immer eine Class.
Das ist das komplette Programm erstmal. Ein Programm. Und das hier ignoriert ihr erstmal. Das ist unwichtig jetzt. Und dann erstellt man sich erstmal Variablen und Arrays. Variablen sind sozusagen Speicher. Speicherblöcke, wo man etwas reinspeichern kann. Arrays sind mehrere Speicherblöcke. Sozusagen, ja, zum Beispiel eine Speicherkarte mit so und so vielen Speicherplätzen. So. Eine normale Variable hat immer nur einen Speicherplatz und ein Array kann man halt bestimmen, wie viele man haben will. Hier zum Beispiel 1200 mal 1200. Das wäre jetzt ein zweidimensionales Array, aber das will ich euch jetzt auch gar nicht so genau erklären. Und dann erstellt man sich dort halt alles, was man braucht. Variablen, Arrays, irgendwelche anderen Sachen. Und ja, dann kann man halt loslegen. Und zwar habe ich jetzt gemacht, Doppelklick auf die Form hier einfach. Zack, und dann kommt Hauptfenster Load. Das, was ich jetzt da reinschreibe, wird ausgeführt, sobald das Programm gestartet wird. Also habe ich zum Beispiel hier eine Variable, die Break heißt. Und die ist auf False gesetzt, sprich, die ist nicht aktiv. Später sehen wir noch, was passiert, wenn die aktiv ist. Also ich will das ganze Programm gar nicht erklären. Ich werde euch nur mal kurz so ein bisschen zeigen. Ich will ja nicht jetzt noch ein 50-Minuten-Video machen, sondern mal vielleicht eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder 10 Minuten, ich weiß nicht wie lange. Ja, dann haben wir hier die Variablen, Name of Player 1. Das ist ein Array. Ich habe zwei Speicherplätze angelegt. 1 und 2 kann angesprochen werden. 0 auch, aber das ist jetzt egal. In den ersten Speicherplatz von Name of Player schreibe ich hinein, was in eine Input-Box hineingeschrieben wird. Input-Box ist die Box, die aufgerufen wird, sobald ich das Programm starte hier. Das ist eine Inputbox. Was ich jetzt hier reinschreibe, wird dann in die Variable, in die Speicherzelle 1 reingeschrieben. Und die Abfrage für Spieler 2 sieht man dann ja danach. Ganz einfach. So, dann beenden wir das mal wieder. Und ja, das, was dann in diese Variable, in dieses Array reingeschrieben wird, in Speicherplatz 1, wird in das Label, das LB-Name 1 heißt, reingeschrieben. Sprich, das ist hier oben versteckt. Das ist ein Label, das ist nichts anderes als ein Textfenster, wo man halt etwas hineinschreiben kann. Ich könnte jetzt auch einen vordefinierten Text einfügen, zum Beispiel, dass da vorher schon was drin steht, bis man was selber eingibt durch den Programmcode, durch eine Inputbox oder sonst was. Den Beispieltext nehme ich jetzt aber wieder raus, weil das wahrscheinlich gleich automatisch speichert und das will ich einfach gar nicht da drin haben. So, dann kommen wir weiter. Farben, Klammer auf, Klammer zu. Das ruft einfach ein Unterprogramm auf, was ich hier geschrieben habe, Subfarben. Und das ruft die Form Farbauswahl auf, durch den Befehl Show. Das ist nämlich dieses Ding hier, diese Form hier wird dadurch aufgerufen. Und dieses Unterprogramm wird hierdurch aufgerufen. Sprich, das Programm läuft ja immer einmal durch. Es fängt von oben an und läuft durch. Es guckt durch. Pause ist nicht an. Aha, dann überprüfen wir jetzt mal die Namen, schreiben die Namen da rein, öffnen das neue Fenster, damit die Farbauswahl beginnt und dann wird halt das geöffnet und so weiter. Als nächstes wird PB Player, Picture Box Player 1, in den Vordergrund gebracht. Das ist das hier, die Picture Box. Ganz einfach, damit man die halt auch sieht. Und ja, ich überspringe jetzt einfach mal ein bisschen. Hier werden dann die Farben eingesetzt. Je nachdem, welche man angeklickt hat, für Spieler 1 und Spieler 2. Dafür nämlich Color 1 und Color 2, also die beiden Variablen. Dann den Button Start. Wenn man den klickt, dann passiert das hier. Einmal wird das die Form refreshed. Und dann mit einer For-Next-Schleife wird, wie soll ich euch das erklären? Von 0 bis 1000 hochgezählt. Und noch einmal von 0 bis 600. Und das wird dann hier in die Spur A und B, in die beiden in die Speicherzellen halt hineingeschrieben. Hier wird nochmal die Farbe eingesetzt als, also das hier ist die Spur gewesen, die er hinter sich herzieht und das hier ist halt die eigentliche Spieler, das eigentliche Spielerbild. Dafür habe ich verschiedene Bilder erstellt, die hier implementiert sind, importiert sind. Blau, grün, pink, was weiß ich. Da werden halt die Farben gesetzt. Hier wird eine random Startposition errechnet und da wird er dann halt
hingesetzt, Player 1 und Player 2 auch auf eine random Startposition gesetzt. Dann wird hier nochmal die Startrichtung ausgerechnet, in welche er startet, auch natürlich nach Zufallsprinzip. Dann wird ein Timer gestartet, das ist, ja, ein Timer kann man sich eigentlich auf was denken. Der gibt halt einen Zeittakt vor für etwas, was geschehen soll. Den Zeittaktintervall habe ich jetzt auf 1 gemacht gehabt. Den kann man natürlich auch auf 10, 100, 1000 machen, wie man will. Das sind immer Tausendstel Sekunden, glaube ich, gewesen. Ah, in Millisekunden, genau. Millisekunden. Ja, dann wird hier nochmal der Timer also der Timer-Takt öffnet immer im Timer-Takt halt dieses Unterprogramm, was Timer heißt. Und da wird halt die automatische Laufrichtung immer weitergeführt, dass zum Beispiel, wenn die Startrichtung hier oben durch Zufall auf 1 gedingst wurde, bewegt er sich immer von links ein weiter nach rechts. Und natürlich muss das Ganze in der Variable auch noch festgehalten werden. Hier werden die Koordinaten nochmal festgehalten. Und wenn man verloren hat, dann wird natürlich auch alles auf Pause gesetzt. Dann werden die ganzen Sachen unsichtbar gemacht, der Pause-Button zum Beispiel. Ja. Dann springen wir mal ein bisschen weiter rüber. Hier ist noch die Spielfeldbegrenzung. Wenn man die erreicht, dann hat man natürlich auch verloren. Key Up, das ist die Steuerung. Hier steht noch Start Direction 2 oder 3. Das ist dafür da, dass man, wenn man jetzt nach rechts läuft, nicht einfach nach links die Richtung wechseln kann. Das wäre ja auch schwachsinnig, sondern kann man einfach nur nach unten und rechts, nach unten und oben, wenn man nach rechts läuft. Und nicht direkt nach links. Dafür ist das einfach da. Dann wird das nochmal überprüft, die Richtung. Dann drückt man halt die Taste rechts und er bewegt sich nach rechts. Genau. Dann kann man hier noch Location changed. Ah ja, da wird immer überprüft, wenn der Spieler 1 sich bewegt hat, ob er hier mit dem Spieler 2 sich berührt, weil dann hat man natürlich auch verloren. Das wird einfach mit Bounce Intersect With gemacht. Ganz einfach. Braucht man auch nicht viel nachdenken. Ganz einfacher Befehl. Zuletzt jetzt noch den Pause-Button. Und zwar ist es Button 1. Den hier, wenn man den klickt, dann wird überprüft, ist Pause schon an? Wenn ja, dann macht den Timer wieder an und Pause auf falsch, also auf aus. Wenn der Timer aber aus ist, dann soll er angemacht werden. Ganz einfach, dann wird halt der Timer ausgemacht. So, dann nochmal dasselbe mit der Taste P. Mit P kann man auch Pause machen, habe ich gerade nicht gezeigt, aber ist ja auch wurscht. So, jetzt kann ich euch noch ganz kurz zeigen, was bei der Farbauswahl hier hinter steckt. Da sind natürlich auch ein paar Sachen hinter. Und zwar habe ich in der Form 1 Hauptfenster eine Variable erstellt, die publik ist. Public. Sprich, die kann man von überall erreichen. Von anderen Formen, von anderen Codes, von anderen Programmen aus. Und zwar greift der hier auf die Namen zu. Genau. Ich habe ja hier auch zwei Labels erstellt. Die sieht man jetzt auch nicht. Die sind hier drüber. Da wird immer der Name angezeigt. Das habt ihr auch vorhin gesehen. Die holt er sich einfach aus dem Hauptcode des Hauptfensters. Hauptfensters. Genau. Und dann wird hier halt, je nachdem, welche Taste man klickt, einfach Color 1 in der Variable im Hauptfenster wieder was hineingeschrieben, je nachdem. Wenn man den roten Button klickt, wird da rot hineingeschrieben und je nachdem wird dann auch hier, wenn da rot drin steht, eine rote Spur gezogen mit der Farbe Rot, Stift Red. Genau, ganz einfache Sache. Ich hoffe, ich hatte das ein bisschen interessiert. Wenn nicht, könntet ihr auch wegklicken, ne? Ist immer nur so ein kleines Video für zwischendurch. Und ja, ich hoffe, es war wenigstens ein bisschen interessant. Vielleicht konntet ihr es verstehen. Wenn ihr sowieso Ahnung habt, dann habt ihr es locker verstanden. Ihr werdet euch dann wahrscheinlich auch denken, oh, warum hat er denn so viel geschrieben? Hätte man alles mit Schleifen machen können und so weiter. Allerdings hatte ich für dieses Programm hier nur, ja, 3 Wochen circa Zeit. Und in der Woche waren das, ja, vielleicht 4 Stunden oder so. Also Schulstunden. Und dann habe ich halt zu Hause noch ein bisschen was gemacht. Naja, auf jeden Fall läuft es und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.